Ja, herzlich willkommen zur Musikurgeschichte Nummer 11. Sie hörten einen Doppel-Aulos, einen modernen von der Insel Sardinien. Heutzutage werden diese Instrumente dort noch gespielt, vor allen Dingen die Hirten ähm, ja, lassen da über weite Distanzen, vor allen Dingen im Freien, dann diese äh, Instrumente erklingen. Und wir werden sehen, es handelt sich um ein Instrument, was hier nachweislich in bildlichen Darstellungen... Aber auch in Instrumentenfunden nachweisen können, mindestens bis in die Bronzezeit. Und wir werden gleich sehen bei der Wiederholung, unter Umständen könnten auch unsere paläolithischen Flöten auf diese Art und Weise gespielt worden sein, wenn wir ein Schilfrohr Mundstück reinsetzen würden. Wie gewohnt ein paar Folien zur Wiederholung. Zunächst mal die Gliederung. Ich spreche heute über den Doppelaulos, dieses Instrument, was wir gerade gehört haben. Dann geht es konkret um den Hallstatt-Aulus, also eine Art von Aulus, wo noch kleine Hörnchen vorne dran geschraubt sind, den wir vor allen Dingen aus bildlichen Darstellungen kennen. Dann wird es gehen um ein ganz bekanntes und äh, wichtiges Rohrblattinstrument, nämlich den Dudelsack, der dann vor allen Dingen in den bildlichen Darstellungen ja sehr, sehr prominent ab dem 15. Jahrhundert äh, hier uns entgegentritt. Dann... Ähm, eine andere Art noch von Aerophonen von Blasinstrumenten, nämlich die Trompetenartigen, fange ich an die Darstellung wird sich reinziehen bis in die nächste Vorlesung und ich beginne mit den einfachsten Trompeten, die wir haben, die Schneckenhörner, also große Schnecken, die einfach angebohrt werden und dann durch Pff, Lippenspannung zum Klingen gebracht werden und dann schauen wir abschließend noch auf verschiedene andere Arten von Naturhörnern. Los geht's. In der letzten Stunde hatte ich Ihnen vorgestellt die Flöten aus verschiedenen Höhlen, hier vor allen Dingen von der Schwäbischen Alb zunächst mal. Drei Fundplätze sind hier relevant. Hohlefels, Vogelherd und Geißenklösterle. Alles drei Fundplätze, die hier eng mit dem ähm, Tübinger Institut für Uhr- und Frühgeschichte verbunden sind, weil dort äh, zum Großteil bis heute noch Grabungen stattfinden. Es gibt einige Altfunde von diesen Flöten, aber viele sind auch entdeckt worden, erst durch die neueren Grabungen hier der älteren Abteilung für Uhr- und Frühgeschichte. Es beginnt im frühen Orinacien und zwar wir haben wir zwei Arten von Flöten. Einmal aus Vogelknochen. Das ist die einfachere Variante, weil diese Vogelknochen, vor allen Dingen Schwanenknochen, ähm, sind da aus den Flügeln äh, relevant, sind an sich schon hohl. Wir müssen also nur die Löcher bohren und ein Mundstück ähm, irgendwie fertigen und schon fertig ist unsere Flöte. Viel komplizierter ist es aber bei den ältesten belegten Flöten, die nun hier auf der Seite zu sehen sind. Die aus Mammutelfenbein ähm, gefertigt wurden. Ich hatte Ihnen das erklärt. Äh, nicht, wir brauchen diese Röhren, äh, die wir dann aushöhlen müssen, zunächst mal. Äh, da müssen wir das Ganze zusammenkleben, Löcher rein und im Prinzip eine sehr, sehr komplexe ähm, Art, so ein Instrument herzustellen. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum ich vermute, dass es eine viel, viel längere Entwicklung noch gibt, ähm, die bis zu diesen Instrumenten führt. Denn die sind im Prinzip von der Spiel- Technik her, also von der Art, wie sie gefertigt wurden, sehr sehr funktional und äh, stehen am Ende einer wirklich äh, wahrscheinlich sehr viel längeren Entwicklung. Hier äh, die Beispiele, also das eine war der äh, Vogelknochen, konkret vom Schwan, und das andere im äh, Elfenbein. Das Ganze äh, lohnt sich gegenüberzustellen. Hier die Funde der Schwäbischen Alb mit einer anderen Fundregion, wo wir ähnlich viele äh, Flöten haben. Konkret ist das hier im Pyrenäengebiet der Fund. Istoritz im Baskenland auf der französischen Seite, wo wir dann sehen, dass es hier im Prinzip auch im Ourenseien losgeht. Die Masse der Funde stammt aber aus dem Gravitia und dann vor allen Dingen Solitria und Magdalenia. Der Fundplatz ist länger bekannt als die Fundplätze hier in der Schwäbischen Alb. Zumindest diese Flöten sind allesamt von diesen Altgrabungen und deswegen halt schwer zu datieren. Aber Istoritz zeigt uns hier als Teil fürs Ganze, dass wir wahrscheinlich diese paläolithischen Flöten. Quer verteilt über den eurasischen äh, Superkontinent hier ähm, zu erwarten haben. Dann für die Zeit nach dem Neolithikum hatte ich Ihnen hier einen Fundplatz aus China vorgestellt, die Yahoo in der Provinz Henan, wo wir dann sehen, dass wir es hier zu tun haben mit vielen ähm, verschiedenen Flöten, die hier in einem Grab beigegeben waren. Und dort ist interessant, dass wir sehen, sie haben sechs Löcher oder sieben, sind also sehr gut geeignet, ähm, hier mit zwei Händen gespielt zu werden. Und abschließend, damit sind wir dann schon bei der heutigen Sitzung, hatte ich Ihnen diese Folie gezeigt. Nicht, man kann diese paläolithischen Flöten einfach anblasen, so ein bisschen schräg muss man das tun, äh, und dann über diesen Spalt äh, zu blasen. Da hätten wir eine klassische Kernspaltflöte. Es sind aber auch andere Arten von Spielweisen theoretisch möglich. Damit hat sich dann Herr äh, Wire hier beschäftigt und Jean Loup. Ringo hat ja auch weitere Rekonstruktionen vorgeschlagen. Das eine wäre mal ähm, hier tatsächlich mit äh, Birkenrinde, also in der Art einer äh, Klarinette, also aufgebunden einfach ein kleines Plättchen hier im Falle Birkenrinde. Äh, nicht das Ganze könnte man dann auch machen hier mit verschiedenen Arten von ähm, Geweih oder Knochensplittern, die im ähm, auch hier aufgebracht werden können. Oder das wäre die andere Variante: Wir äh, führen hier einen Federkiel ein. Ähm, oder ein äh, Schilf und das Ganze müssten wir dann schlitzen und hätten hier auch etwas, äh, was wir dann anblasen können und was dann eher so ähm, ja, Klarinettenartig oder vielmehr Obonartig äh, zum Klingen käme. Schauen wir uns das an, hier Mundstücke von modernen Rohrblattinstrumenten. Äh, gehen wir hier von ähm, rechts nach links mal zunächst, sehen wir hier Obon, Englisch Horn und Fagott. Das sind so zwei... Plättchen, die im Prinzip so aufeinander liegen, äh, nicht. Sie sehen das hier. Man kann das so fertigen, dass man die äh, im Prinzip so am Stück hat und dann einmal durchschneidet und da im Prinzip dieses Schwingen der beiden Blätter würde diesen Sound erzeugen. Wenn wir nur ein einfaches ähm, Blatt haben, wäre das hier Klarinette, ähm, Altsaxophon, nicht. Da haben wir dann dieses einfache Schwingen. Und dann haben wir hier noch eine andere Variante und das ist genau das, was wir gesehen hatten, eingesetzt dann in diese paläolithischen Flöten. Das ist ein Schilfrohrstängel. Der Schilf hat ja diese wunderbare Eigenschaft, dass er solche Kapseln abbildet. Und wir müssen das Ganze ähm, hier so schneiden, dass wir oben diese Kapsel haben, ähm, dass es im Prinzip abgeschlossen ist und die, die Luft dann im Prinzip nur hier ähm, rauskommt. Denn reingeblasen wird sie hier über einen Schlitz, den wir künstlich ähm, einbringen müssen. Ich habe Ihnen hier mal etwas mitgebracht. Ein Instrument, was wir später noch kennenlernen werden, hier einen einfachen Dudelsack. Im Falle ist es hier mal ein Dudelsack aus dem Balkangebiet. Die sind deswegen interessant, weil sie im Prinzip entwicklungsgeschichtlich ganz am Anfang stehen und ganz, ganz schlicht sind. Und wenn man diese Pfeifen hier mal rausholt, da sehen wir nämlich genau so etwas, was wir jetzt gerade gesehen haben. Das wäre im Prinzip so ein Schilfrohrstängel. Hier oben äh, ist es geschlossen, äh, unten müsste es natürlich offen sein und dann sehen wir hier ist im Prinzip dieser Spalt, über den hier die Luft reingehen kann und im Prinzip diese Lamelle, äh, diesen Span hier zum Klingen bringen kann. Kannst du mal anspielen. Genau, und dann kann man das Ganze hier im Prinzip reinstecken in so eine äh, Pfeife. Jetzt hoffe ich mal, dass mir das nicht zu tief in den Hals ragt und dann können wir den Ton... Indem die Röhre äh, verlängert wird, immer weiter äh, hier im Prinzip tiefer setzen und hätten dann so einen Bordunton, der hier im Prinzip anklingt. Sie hören das schon. Äh, man kann da nicht viel variieren, sondern einfach nur durch den Luftdruck. Entweder wir blasen stark rein, dann ist es sozusagen der Standardton. Wenn wir leicht anblasen, dann ist es so ein Glissando äh, so nach oben. Aber später mehr dazu. Äh, so viel nur. Äh, zu diesen verschiedenen Rohrblättern, äh, die wir hier haben, auch damit es nochmal verständlich wird, was das eigentlich gemeint war hier mit den paläolithischen Flöten. Schauen wir uns jetzt mal uns genauer hier äh, zunächst bildliche Darstellungen an. Und da wird es gleich in der Bronzezeit hier hochinteressant. Wieder mal sind die Kykladen-Idole hier eine sehr, sehr ergiebige Quelle für die Musikarchäologie. Denn wir hatten ja gesehen ein paar Flötenspieler bereits und jetzt sehen wir hier einen Spieler der hier nun zwei solche Röhren im Mund hat. Und wahrscheinlich ist es hier tatsächlich gemeint, dass es so ein Klarinettenartiges oder Oboenartiges Instrument ist. Ein Doppel-Aulos-Spieler von der Insel Keros. Datiert wird das Ganze in die äh, Phase hier Frühkeklatisch II, so etwa ähm, aus der ersten Hälfte dann bis in die Mitte des dritten Jahrtausends. Etwas später dann, im 14. Jahrhundert, der berühmte Sarkophag von Ayatriada von der Insel Kreta, da nun hier eine Prozession äh, dargestellt, also verschiedene Figuren, die auf einen Altar zu marschieren. Man sieht dort auch einen Tisch voll mit Gaben, äh, darunter auch Opfertiere, äh, verschiedene Frauen hier im Fall, die sich dort ähm, auf diesen Altar zubewegen. Und dann hochinteressant, hier nun auch einen Musizierenden, der nun ein Instrument hier äh, am Mund führt, auch mit solchen zwei Pfeifen, was hier so ein bisschen. Ergänzt wurde. Da sieht man auch, dass solche Hörner nach oben ragen. Nicht, es könnte sein, dass es sich hier schon um einen sogenannten dann handelt. Das ist allerdings nicht ganz klar, weil hier genau an dieser Stelle ist es dann großflächig ergänzt. Auf jeden Fall auch zwei Röhren, die hier als Musikinstrument dienen. Ja, schauen wir dann weiter nach Nordafrika, Nordwestafrika, Nordostafrika-Verzeihung. Hier nun auch Ägypten ist sehr ergiebig, 18. Dynastie, wir befinden uns hier in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends, da sehen wir nun auch hier zwei Damen, die eine faltet die Hände und die andere hat auch diese zwei Röhren dort am Mund und spielt offenbar hier auch einen Doppelaulos. Dann auch das bekannte Relief hier vom Karatepe späthetitisch aus dem 9. bis 8. Jahrhundert vor Christus. Da hatten wir ja hier schon gesehen, dass wir dort so einfache, wahrscheinlich Membranophone haben, Trommeln, die hier geschlagen werden. Wir sehen hier eine Leier, die hier gespielt wird. Und dann interessant hier einen Doppel-Auloss-Spieler. Und da, beachten Sie bitte, ist hier ein Detail bemerkenswert, was uns später immer wieder begegnen wird in den bildlichen Darstellungen. Dieser Spieler scheint hier eine Bandage zu haben an den Backen, die dazu dient, dass er äh, im Prinzip kräftiger blasen kann, denn vielfach braucht man da sehr hohen Druck, bis man diese ähm, obonartigen Instrumente spielen kann. Man kann sich vorstellen, dann auf Dauer geht es sehr, sehr stark auf die Backen. Äh, um diesen hohen Druck äh, auszugleichen, nicht hat man dann hier so ein Mundband ähm, rumgeschlagen, was im Prinzip diesen großen Druck von innen... Aufhält. Und bemerkenswerterweise haben wir nun hier schon sehr, sehr früh hier im 9., 8. Jahrhundert vor Christus wahrscheinlich genau so eine ähm, Darstellung hier vor Augen vom Karatepe. Ja, dann ist natürlich die klassische Antike hier ähm, sehr, sehr üppig mit bildlichen Darstellungen, genau von diesen Instrumenten. Wir sehen hier mal ein archaisches Grabrelief, auch so eine Bankettszene. Äh, wichtig ist dann hier äh, nicht dieses. Äh, Liegemöbel, und dann sehen wir hier so eine Gestalt am Boden, liegen hier wahrscheinlich schon trunken nicht, und dann hier so Reste der musizierenden. Wir sehen hier eine Lyra im Falle und dann auch hier wahrscheinlich eine weibliche Figur, die hier stark zerstört worden ist, aber doch hier diese Flöten klar erkennbar. Dann ganz bekannt die Kiji-Kanne, die berühmte hier mit so einem einer Vasenmalerei, die uns hier nun Phalanxreihen zeigt, die aufeinander zumarschieren, bewaffnete Krieger, die hier in ein Gefecht verwickelt sind, nicht diese typische archaische Schlachtordnung. Und dann ganz interessant sehen wir hier diesen doppel wie der im Prinzip so als Art Marschmusik ja, so diese Phalanxreihen in die Schlacht begleitet. Und auch hier sehen wir es. Der hat so ein Mundband äh, um äh, die Backen gebunden, um diesen großen Druck, den es erfordert, dieses Instrument zu spielen, auszugleichen. Damit hätten wir auch einen Bereich mal der musikalischen Aufführungspraxis. Also äh, im Prinzip ja hier genau äh, für den militärischen Bereich. Dann das Bankett hatten wir gesagt. Und in diesem Zusammenhang des Banketts gehört wahrscheinlich auch diese Darstellung hier von dem berühmten äh, Thron. Ludovisi, die eine Seite hier, also das ist im Prinzip von dieser Sesselflanke ähm, äh, die eine Seite, äh, die Armlehne, Und dann sehen wir hier eine nackte Frau mit einem sehr schönen Kopfputz, die hier nun auch diese zwei ähm, ja Oboenartigen Instrumente bläst. Das Ganze datiert um 460 vor Christus. Schauen wir rüber nach Italien, das gleiche Bild, äh, auch die etruskische Wandmalerei hier in den äh, berühmten Gräbern hier. tarquinia ist sehr sehr üppig, was den Bereich der musikalischen Darstellungen anbelangt. Wir sehen hier mal einen Kitaraspieler, äh, dann hier. Deswegen darauf kommt es an den doppelaulos aus der äh, Leopard, aus dem Grab der Leoparden, äh, ungefähr die gleiche Zeit wie der ludovisische Thron um 460 datiert. Und das Ganze äh, hier über diesen Zecher äh, doch so. Charakterisiert, dass es sich hier offenbar auch um eine Bankettdarstellung handelt. Das Ganze wiederholt sich dann hier, wobei wir hier noch verschiedene andere Gestalten haben, die hier teilweise mit Rad und Wagen ähm, diesem ähm, ja, äh, ja, Fest äh, entgegensteuern. Und hier ganz zentral sehen wir auch hier einen Doppel-Aulos-Spieler inszeniert. Dankenswerterweise gibt es nicht nur bildliche Darstellungen, sondern dann auch ähm, vor allen Dingen ähm, einige wenige reale Instrumentenfunde von solchen Doppelauleu. Es gibt einen Altfund, äh, der hier Lord Elgin zugeschrieben wird im British Museum, der nun hier uns zwei dieser Pfeifen zeigt. Das Ganze ist hier stark ähm, verzogen. Sie sehen es hier: eine längere und eine kürzere Pfeife. Offenbar hier auch am Mundstück äh, gebrochen, aber dennoch so gut erhalten, dass sie hier rekonstruiert werden konnten. Äh, und dann sehen wir hier ein Mundstück und einen Teil einer unteren Pfeife aus äh, Korinth. Äh, ja, und dann haben wir hier den berühmten Berliner Doppelaulos, der aber leider, also der gehört in diese ägyptische Sammlung oder gehörte, muss man sagen, äh, der nun hier beim Luftangriff auf die Museumsinsel im Zweiten Weltkrieg ähm, offenbar verbrannt ist. Jedenfalls ist dieses Stück äh, verschollen seitdem. Äh, dankenswerterweise aber haben wir bildliche Darstellungen und vor allen Dingen Fotografien, sodass es möglich ist, über die Maße des Instrumentes und dann vor allen Dingen die um Abbildungen davon äh, noch Rekonstruktionen äh, davon anzufertigen. Das ist der berühmte äh, Berliner äh, Doppelaulos. Er gehört nun, das erfahren wir hier, haben wir erstmals in der Datierung zu den ältesten Stücken, die wir überhaupt überliefert haben. Denn man geht davon aus, dass es sich hier tatsächlich um ein Stück handelt, was in die Spätbronzezeit gehört. Hier ist angegeben das 13. Jahrhundert vor Christus. Und damit wäre das tatsächlich der älteste ähm, Instrumentenfund, äh, den wir hier haben, von solchen Doppelauli. Ja, hier nun das besterhaltene Stück im Louvre. Äh, auch dieses Stück ist äh, sehr gut untersucht, äh, zuletzt von äh, Stefan Hagel. Da gibt es hier eine Publikation äh, in diesen Schriften zur Musikarchäologie, die an der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Institutes erscheinen. Und er hat da in regelmäßigen Abständen äh, fast jährlich berichtet über seine Untersuchungen am Doppelaulos äh, im Louvre. Hier erfahren wir nun, dass auch dieses Stück aus Ägypten stammt, wann es gefunden wurde. Ist mir nicht ganz klar geworden. Auf jeden Fall gibt es schon Publikationen aus den 1980er Jahren über dieses Stück, an denen sich Herr Hagel hier schon entlang gearbeitet hat und dann auch verschiedene Rekonstruktionsversuche schon gestartet hat und vor allen Dingen auch im Computer dann das Klangergebnis simuliert hat. Und dieser Artikel ist deswegen wichtig, weil Herr Hagel dann nochmal im Louvre direkt war und diese Stücke direkt untersuchen durfte, konnte dann seine Fotografien abgleichen und ähm, hat nun hier ganz genaue äh, metrische Angaben uns geliefert, äh, wo die Löcher an diesem Stück sind. Ich zeige Ihnen jetzt Aufnahmen, die nun hier aus dieser Publikation stammen. Der Artikel ist nicht sehr alt, stammt von 2014. Und da sehen wir nun äh, diesen äh, Doppelaulus aus dem Louvre und der ist ganz fantastisch erhalten, denn die beiden Röhren äh, sind hier in ganzer Länge erhalten. Und die Mundstücke selbst, die sind natürlich aus Schilfrohr gefertigt worden, die sind nicht erhalten. Aber ähm, schauen Sie hier diese Röhren ganz eindeutig, da wo im Prinzip die ähm, Mundstücke eingefügt waren. Dieser Teil ist hier ganz fantastisch ähm, erhalten. Äh, Stefan Hagel konnte nun hergehen und hier genau äh, auch an seinen Rekonstruktionen die Löcher präzise an die Stellen setzen, wo wir ähm, sie beim Original haben. Und da sehen wir nun hier auf der Vorderseite. Er unterteilt sie hier in L und H. Das ist im Prinzip die ähm, High und Low, also die höher klingende Flöte einmal mit H bezeichnet und die niedrig klingende äh, mit weniger Löchern hier mit L. Und da sehen wir nun hier, dass die niedrige äh, Flöte hat auf der Vorderseite 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher und dann für den Daumen auf der Rückseite das hier gepunktet angegeben ein Loch. Und das höhere Stück, höher klingende Stück, hat dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Löcher auf der Vorderseite. Ja, das ist bemerkenswert. Und ein Loch auf der Rückseite. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir haben ja zwei von diesen Dingern. Da haben wir jetzt Daumenloch, sozusagen der Daumen ist fixiert hinten, bespielt das Daumenloch. Und für die Vorderseite haben wir nur vier Finger. Ja, wie spielen wir dann diese Löcher hier im Falle 1 zu 4? Ja. Sechs Löcher vorne dann sogar verdoppelt. Das stellt ein ähm, gewisses Problem dar und führt uns ein in, die, äh, in diesen Umstand, dass diese Instrumente tatsächlich sehr viel komplexer noch aufgebaut waren, ähm, als man zunächst mal äh, vermuten würde. Denn wir können hier auch Klappenmechanismen erwarten und wir werden gleich sehen, an einigen anderen Stücken äh, ist tatsächlich so etwas. Überliefert, sodass man die tatsächlich beidhändig spielen kann. Man muss nicht mit allen Fingern diese Löcher zuhalten, sondern da ist offenbar auch ein Mechanismus angebracht gewesen, der nun hier zum Klingeln gebracht werden kann. Hier mal so ein Eindruck über dieses Computerprogramm, was hier Herr Hagel benutzt und wo er nun zeigen kann, beim Zuhalten welcher Löcher hier welche Töne erklingen. Und er kann dann darüber anhand dieser zwei Pfeifen aus dem Louvre. Ähm, Im Prinzip das tonale System hier rekonstruieren. Ich kam ja darauf schon zu sprechen, als ich Ihnen die antiken Modi vorgestellt hatte, hier nach ähm, Pythagoras zunächst mal äh, und dann nach Anaxagoras. Äh, und genau das äh, geht hier draus hervor. Hier sehen wir auch diese griechischen Buchstaben, äh, die nun die Tonhöhen bezeichnen. Und man kann dann entsprechend viele Skalen hier auf diesen ähm, doppel greifen und spielen. Und natürlich gibt es auch dieses Phänomen, dass man die Löcher nicht ganz zuhält, sondern nur halb oder viertel. Auch damit hat sich Herr Hagel hier intensiv beschäftigt. Und ähm, gerade über diese Nachbauten ähm, kann er uns hier nun einen akustischen Einblick auch in die antike Musizierpraxis geben anhand dieser Instrumente. Also im Prinzip haben wir hier bildliche Darstellungen und über diese Instrumentenfunde und deren äh, wunderbare Erhaltung kommen wir hier in eine Rekonstruktion einer antiken Klangwelt. Das Ganze hat sich ein bisschen geändert im Laufe dann von zehn Jahren in der ersten Publikation. Äh, nun sprach hier Herr Hagel äh, davon, dass er hier einen Tonraum hat, der sich hier nun äh, so bewegt, hier äh, die hohe Flöte und die äh, niedrige, äh, dann hier zwischen beiden. Also Sie sehen es hier, Hagel 2004. Dann hat er hier Korrekturen anhand des Fotos vorgenommen und dann nochmal äh, sozusagen den Live-Abgleich mit den Instrumenten gefunden und kommt nun hier zu einer äh, sehr, sehr interessanten und vor allen Dingen sehr hohen Zahl von ähm, ja, im Prinzip Klängen, die man darauf äh, produzieren kann. Ja, insgesamt sind es dann 25, äh, die man hier äh, im Prinzip so äh, bringen kann. Hier in Abstufungen plus-minus 20 Cent, nicht von äh, Klang. Äh, also hochinteressant und sehr, sehr akkurat ähm, hier äh, rekonstruierbar. In welchen Zusammenhängen tauchen nun diese Instrumente auf? Wir haben es gesehen, jetzt diese Geschichten aus äh, den Museen, das sind teilweise Altfunde, viele kommen aus Ägypten, äh, sind da wahrscheinlich in sekundären Zusammenhängen äh, nur da. Aber wir haben hier mal einen Fund aus Pythna. Äh, Pythna liegt in Nordgriechenland, äh, ungefähr dort, wo, der, äh, wo die Hafenstadt Thessaloniki liegt, in Makedonien, so heißt diese Landschaft im Norden Griechenlands. Äh, dort nun hier eine... Hellenistische Nekropole. Und da sehen wir nun hier die Bestattung einer Person. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, ob männlich oder weiblich. Und im Grab liegen nun hier äh, zwei Pfeifen eines Doppelaulos. Und die sind ganz bemerkenswert. Die sind nämlich nicht aus Holz gefertigt. Ja, alle Stücke, die wir vorher gesehen hatten, Berliner ähm, äh, Doppelaulos äh, aus dem Louvre und dieses Korintherstück, sind alle aus Holz. Und der nun ist hier aus Knochenröhren ähm, gefertigt. Und da ist nun was hochinteressantes. Wir sehen es gleich hier in der Rekonstruktion. Nicht? Wir haben diese Löcher. Ähm, rekonstruiert sind dann auch die Mundstücke, im Falle hier so als äh, Fagottmundstücke ähm, oder, ähm, wenn Sie wollen, Oboenmundstücke. Und dann sehen wir hier diese Röhren, die sind so verschiebbar ja, auf diesem Instrument, sodass sie dann im Prinzip geschlossen werden können durch Drehung oder geöffnet die Löcher. Und das ist das Rätsel Lösung, warum wir so viele Löcher haben im Aulos, obwohl wir die nur mit zwei Händen spielen können. Denn das ist der Ventilmechanismus, von dem ich sprach, der hier im einfachsten Falle durch solche Knochenröhren ähm, realisiert werden kann. Ja? Also man muss beim Spielen nicht nur die Löcher zuhalten, sondern man muss dann auch drehen äh, daran und kann dann im Prinzip hier verschiedene ähm, Tonhöhen erzeugen. Um das Bild zu komplizieren, hier noch aus römischer Zeit eine Grabinschrift die uns hier nun einen Musiker nennt. Denn das Ganze ist abgekürzt, lässt sich dann aber ergänzen, sinnhaft hier, Caio Julio Fusco, Tibi, steht dort. Und das meint dann so etwas wie Gaius Julius Fuscus, der Flötenspieler. Und zwar im Falle äh, Tibia ist nun hier das ähm, lateinische Wort für den Aulus, also Aulus griechisch, äh, Tibia dann auf lateinisch. Und hier ist offenbar ein Musiker namentlich erwähnt. Ja, also neben den bildlichen Darstellungen und den Instrumenten fanden hier auch der Bezug äh, tatsächlich auf diesen äh, Musiker mit diesem Grabstein. Ja, und abschließend äh, zu diesem Kapitel hören wir uns das Ganze an. Sie sehen jetzt hier Stefan Hagel, ähm, ein wirklich ähm, Koryphäe auf dem Gebiet der Musikarchäologie, er hat sehr viele Videos im Internet auch eingestellt, wo er diese Instrumente erklärt, er hat sich vor allen Dingen auch mit antiken Leiern beschäftigt. Wir werden darauf zurückkommen in einer der nächsten Stunden dann. Hier sehen wir ihn nun mit einem hellenistischen Doppelaulos. Und Sie sehen es schon ganz lange Pfeifen. Und wir werden es sehen, wenn wir dann reingucken ins Video. Auch er benutzt hier Ventile äh, solche Klappen, um diese Instrumente hier auf der ganzen Länge zu bespielen. Und noch interessanter, hier sehen wir dieses äh, Kinnband, im Prinzip diese Backenstütze, äh, die nun ähm, ihm hier am möglichsten sehr hohen Druck aufzubauen. Viel Spaß beim Hören des Musikbeispiels! <laughs> Ja, wenn wir in die Zeiten der klassischen Antike kommen, äh, merken Sie es über diese Instrumentenfunde und die hervorragende Überlieferung sowohl des tonalen Systems als auch bildliche Darstellungen können wir im Prinzip sehr, sehr viel aussagen zu diesen Instrumenten. Wie sieht es nun aber aus, wenn wir uns in die Gebiete nördlich der Alpen begeben? Äh, was haben wir dort im prähistorischen Europa in der Zeit zu erwarten? Und da können wir natürlich nicht aufwarten mit Instrumentenfunden, weil die Überlieferungsbedingungen so schlecht sind. Es gibt aber einen Sonderfall. Von bildlichen Darstellungen von doppel die wir uns ganz kurz hier noch anschauen sollten. Sie sehen hier eine ähm, ja, so Aufrisszeichnung des berühmten Grabes von Klein Klein, der kröll in der Steiermark, der so in die Hallstatt-C-Zeit datiert, etwa 700 bis 600 vor Christus. Sie sehen es ein sehr komplexes Kammergrab mit einem Zugang, ein Dromos der hier in eine große Grabkammer führt und dann sehen wir nun hier äh, die Bestattung einer herausragenden Persönlichkeit dieser Zeit sehen hier an verschiedenen Stellen Leichenbrand äh, auch äh, Teile des Pferdes sind hier kremiert worden und äh, es liegt hier sehr sehr viel Keramik aber auch Metallgerät äh, und vor allen Dingen Waffen im Grab rekonstruiert wird das Ganze so dass hier diese herausragende Person nicht nur in ihrer vollen Rüstung und mit zahlreichen Beigaben beigesetzt wurde, sondern auch ähm, Pferde sind ähm, im Prinzip als Beigaben mitgegeben worden und sogar eine sehr besonders wertvolle Beigabe ähm, Personen, ja, also äh, Bedienstete, die nun hier auch wahrscheinlich geopfert wurden und äh, mit ihm ins Grab gelangten. Wir haben hier die Überreste auch von zwei weiteren Individuen, die hier als Frau und Mann ähm, gekennzeichnet werden. Es gibt einiges hier äh, sehr Interessantes an den Metallfunden, äh, vor allen Dingen so eine Maske mit so zwei Händen. Das sehen Sie hier, diese Figur, die wir so vor allen Dingen aus dem thrakischen, dakischen Bereich, also Rumänien, Bulgarien heutzutage, ähm, kennen und da eine interessante Brücke schlagen zwischen diesen ja auch namentlich bekannten Völkern dort im ähm, Balkangebiet, in Nachbarschaft zu den Griechen. Und dann sehen wir hier sehr große Gefäße, die offenbar zur Aufbewahrung von Speis und Trank dienten. Wir sehen hier auch große äh, Bratspieße, sogenannte Obolen. Und dann hier natürlich auch Trinkbecherchen, damit diese ähm, ja, Persönlichkeit, die hier bestattet wurde, im Jenseits äh, es an nichts äh, mangeln hat. Äh, nicht. Da ähm, müssen dann natürlich wie im Leben auch äh, große Mengen von ähm, Gästen bewirtet werden. So ist die Vorstellung. Ein Gegenstand nun hier ist besonders interessant. Ähm, hier so eine Kiste, äh, die jetzt äh, umlaufend sehr, sehr reich verziert ist. Und schauen wir uns da dieses Zierband an von diesen... Äh, Gefäß. Da sehen wir nun hier verschiedene Gestalten. Das Ganze ist ja sehr, sehr naiv in seiner Darstellung wiedergegeben. Wir sehen verschiedene Personen, ähm, die sich hier bewegen, verschiedene Tiere. So eine Art Horror-Vakui herrscht hier ja noch in kleinsten Zwickel. Wird hier irgendwie so Sternchen reingefügt ähm, oder irgendwelche Figuren. Einiges davon ist aber gut lesbar. Und eine Sache, die uns hier besonders interessieren sollte, sehen wir hier unten. Offenbar auch wieder etwas, was wir bereits kennen aus dem Bereich der Hallstattkultur, eine Art musikalischer Wettstreit. Also wie damals bei den zwei Panflüttenspielern, die sich gegenüber saßen im Falle auf Thronen, sehen wir nun hier zwei stehende Gestalten, die sich gegenüberstehen. In der Mitte wieder dieses Gefäß, was wir schon ähm, gesehen haben, wahrscheinlich der Preis, der ausgelobt ist für den Sieger in diesem musikalischen Wettstreit. Und diese zwei Figuren spielen hier nun auch etwas, was so an den Mund geht. Ja, zwei Röhren, die so rauskommen, also offenbar ein Doppel-Aulos, vielleicht auch so ähm, obonartige Instrumente. Und diese nochmal extra charakterisiert durch so kleine Hörnchen, die hier an den Enden aufscheinen. Diese Gruppe, die jetzt hier rausgezeichnet wurde, befindet sich hier im Bild. Ähm, und dann gibt es aber hier nochmal an dieser Stelle. Ein Spieler, der ist gut erhalten, der andere ist hier leider nur fragmentarisch überliefert. Also offenbar ist es ein Motiv, was an mehreren Stellen auf diesem Gefäß immer wieder auftritt. Es gibt dazu noch aus Ungarn hier äh, Zasa Lombata, äh, ein Bronzefigürchen, was uns genau äh, so etwas auch wieder zeigt. Diese zwei Röhren und dann hier im Prinzip diese Hörnchen, die hier dran sind, äh, nicht das Ganze auch halbstadtzeitlich. Diese Figur ist 7,5 cm lang und das Ganze wird dann im Prinzip so rekonstruiert, wie Sie hier sehen in dieser Fotografie. Also zwei Röhren, doppel und dann äh, im Prinzip zwei Hörnchen, die dranhängen. Es gibt noch einen weiteren Fund, der ist nun auch nochmal interessant: die budget höhle in äh, Tschechien, die ja ein sehr, sehr reiches Fundmaterial uns hier bietet äh, aus der Hallstattzeit. Und da nun interessant hier auch auf einem Fragment von so einem bronzekessel-bronzegefäß verschiedene musiker, die hier teilweise nur erhalten sind. hier sehen wir einen ähm, offenbar leierspieler, der so ein instrument hält, von dem nur die ecke erhalten ist. dann hier so ein tierchen, und es geht um diese gestalt, die wir hier sehen, äh, mit so einer andeutung hier von entweder Helmbusch oder haarbüschel äh, da oben. und der hält nun wahrscheinlich so einen hals aber genau andersherum ja. das ist spannend. Ähm, diese zwei Pfeifen sehen wir dort und das Hörnchen ist im Falle nach unten geklappt. Ja? Also offenbar ähm, ja, äh, war beides möglich. Äh, nicht Die dienen ja auch eigentlich nur dazu, um den Klang irgendwie äh, zu verstärken, der da rauskommt. Also Im Prinzip hier für den mitteleuropäischen Bereich eine Sonderform des Aulos. Äh, aber Sie erinnern sich an diesen Sarkophag von Ayatriada auf Kreta. Wenn diese Rekonstruktion stimmt, wir wissen es nicht, an der Stelle war eine Fehlstelle, ist das auch dann so ein instrument, was hier in solchen kleinen ähm, hörnchen endet? gut, so viel zu diesem thema. und äh, schauen wir als einführung in das nächste kapitel uns ein nächstes musikvideo an. Ein hochinteressantes Crossover Australien Meets the Balkans. Das Didgeridoo, haben Sie gesehen. Es gehört natürlich auch in diese Instrumentengruppe, die demnächst kommt, diese Naturhörner, wo wir im Prinzip mit Lippenspannung ähm, reinblasen und Geräusche erzeugen. Aber um die geht es zunächst mal nicht, sondern um ein weiteres ähm, Instrument aus der Kategorie der Rohrblattinstrumente, der Dudelsack. Und der Dudelsack ist nun das Balkaninstrument schlechthin, spielt ja eine prominente Rolle in der Folklore. Griechenlands, Albaniens, Bulgariens und Rumäniens. Und interessanterweise an den Rändern Europas ist es erhalten. Ansonsten könnten wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die Prähistorie zurückgehen, flächendeckend das Ganze nachweisen. Denn in gleicher Weise, wie dieses Instrument von Bedeutung ist für die Balkanfolklore, hat es ja auch Bedeutung vor allen Dingen im Nordwesten Europas. Denken wir an Schottland, das Nationalinstrument von Schottland und natürlich in Irland diese irischen. Äh, Insofern lohnt es sich hier auch noch mal kurz drauf einzugehen im Rahmen der Musikarchäologie. Schauen wir uns nun diese äh, Darstellung hier an. Da sind so verschiedene Dinge hier ins Bild gesetzt. Im einfachsten Falle haben wir es hier zu tun mit einem Sack, in dem äh, im Prinzip ein Anblasrohr äh, da sein muss. Und dann können wir hier verschiedene Röhren, die hier eingefügt sind, in diesen Balk äh, zum Klingen bringen. Das können im einfachsten Falle einfache Röhren sein, die hier rauskommen äh, und dann äh, bespielt werden. Oder, und das ist nur interessant, hier hochkomplexe Instrumente äh, auf der rechten Seite, die dann teilweise sogar wie hier der irische ähm, Dudelsack mit so Blasebägen ähm, gespielt werden. Ich habe Ihnen mal einen mitgebracht hier, ein Dudelsack aus Bulgarien, der nun ähm, in seiner Schlichtheit äh, beeindruckend ist, weil äh, wir brauchen einfach nur ein Tier, äh, dem wir nun das Fell abziehen. Im Falle ist das hier so ein kleines Jungtier, ein Schaf gewesen. Wir sehen hier die Beine. Wie die hier rauskommen aus dem Balk. Hier eine Pfeife und das Anblasstück. Im Prinzip sind die Beine und hier, wo der Hals des Tieres war, ist im Prinzip die Spielpfeife eingebracht mit diesen Löchern. Und am hinteren Ende ist das Stück einfach zugebunden und wenn sie hier anfassen würden, nicht da spürt man noch, ist sogar noch das Fell des Tieres erhalten, weil das muss man gar nicht entfernen. Äh, denn dieser Balk dient ja nur dazu, dass hier sozusagen Luft reingeblasen wird an dieser Stelle. Und dann nicht durch Druck würden wir dann hier äh, im Prinzip diese Flöten äh, zum Klingen bringen. Das wäre der einfachste Fall, den wir haben. Und diese komplexeren Instrumente hier auf der Tafel, die wir noch sehen, die mit Blasebälgen äh, betrieben werden. Die ermöglichen es dann, dass man im Prinzip sich sogar sparen kann, hier reinzublasen. Umso mehr Zeit hat man dann, um zu diesen Klängen des Dudelsackes äh, im Prinzip zu singen. Auch hier sehen wir, dass ähm, wir es zu tun haben mit einfachen Pfeifen, die wir mit den Fingern ähm, dann in der Regel einer Hand bespielen können. Wir können dann auch diese Bordun-Pfeifen, also Bordun ist immer ein Ton, der die ganze Zeit gleich klingt. Ähm, die Länge können wir verändern, indem wir diese Pfeifen zusammenstecken. Ähm, oder auseinanderziehen in ihren Segmenten. Wir sehen hier bereits einen alten äh, Dudelsack in einer bildlichen Darstellung. Zurückgeht auf irgendwelche anderen, ja, Suggestion äh, auf die Orgel. Nicht, das ist so ein Vorschlag, wie man so ein Instrument, was man aus der schriftlichen Überlieferung kennt, ergänzen könnte. Sehen wir hier einen Blasebalg, der dient zum Aufblasen dieses ähm, Sackes und dann hier verschiedene Orgelpfeifen, die hier noch äh, mit dran stecken. Dann bei den irischen und vor allen Dingen ähm, ja auch teilweise bei den äh, schottischen Dudelsäcken ist es dann so, dass wir mehrere Pfeifen haben, die hier auch sehr komplex äh, dann jeweils zum Klingen gebracht werden können ähm, oder im Prinzip auch abgeschaltet werden können, je nachdem, was wir dort brauchen und die dann dazu beitragen, dass dieser charakteristische ähm, unverkennbare äh, Sound erzeugt werden kann. Interessant nun hier in den bildlichen Darstellungen ähm, taucht der Dudelsack hier auf. Also aus dem ausgehenden Mittelalter kennen wir einige wenige Darstellungen. Und dann hochinteressant mit dem Ende des Mittelalters sehen wir hier einen Peak äh, um 1500. Danach flaut das Ganze wieder ein bisschen ab, äh, um dann äh, zum 20. Jahrhundert hier wieder zuzunehmen. Und das Ganze hat tatsächlich etwas zu tun mit der Reformation, denn wir sehen es hier ähm, einerseits. Das Bürgertum, das Aufstrebende, äh, setzt hier nun auch Dinge ins Bild, die man normalerweise nicht zeigt. Also vorher ist es ja eher so höfische Kunst äh, mit den flämischen Meistern. Hier mal äh, beispielhaft Peter de Bruegel sehen wir auch so einfachere äh, bäuerliche oder Handwerksschichten, die hier äh, gezeigt werden. Und dieser Dudelsack gehört in der Zeit, über die wir hier sprechen, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in jedem Fall nicht in diesen höfischen Bereich, zumindest nicht in Mitteleuropa, sondern zu den ärmeren Schichten. Und das Ganze kulminiert dann hier auch in solchen ähm, ja, grotesken Überzeichnungen, karikaturistischen Darstellungen. Wir sehen dann hier den Teufel, äh, wie er hier nun auf einem Dudelsack spielt und der Sack des Dudelsackes ähm, trägt das Porträt von Martin Luther, also so eine äh, im Prinzip gegenreformatorische äh, Karikatur. Die dann hier, und das ist interessant, das Interessante, ist ja im Prinzip eine sehr vive Zeit ähm, durch das neue Medium. Äh, Gutenberg hat gerade die beweglichen Lettern entwickelt. Äh, da natürlich kann die, äh, also die, die Reformation selbst, die Bibelübersetzung durch Luther, propagiert werden durch diese äh, beweglichen Lettern, indem man Bibeln druckt. Und auch die Gegenreformation benutzt sich, äh, nutzt dieses äh, Druckmedium, um dann hier im Prinzip Stimmung zu machen äh, gegen Luther. Zum Teil mit solchen Darstellungen. Und dann eben interessant, ja, der Teufel bläst hier Luther ins Ohr äh, und äh, zur Nase heraus äh, kommt dann eben äh, das, was Luther predigt. Äh, so soll er hier diffamiert werden. Nicht damit äh, ist es zu erklären, dass wir hier einen Anstieg haben in den bildlichen Darstellungen. Zum einen. Die höfische Kunst ist nicht die allein dominierende, sondern auch einfache gesellschaftliche Schichten werden ins Bild gesetzt. Deswegen haben wir einen Anstieg von Dudelsackdarstellungen und dann natürlich durch diese anti-aufklärerischen, anti-protestantischen Karikaturen hier einen Anstieg. Ja, wie sieht es aus nun auf diesen bildlichen Darstellungen mit der Zahl der Bordunpfeifen? Das ist ganz spannend. Wir haben vor 1200 dann vor allen Dingen Dudelsäcke die überhaupt keine Bordunpfeifen aufweisen, dann so bis ans Ende des Mittelalters immer wieder eine Bordunpfeife. Am Ausgang des Mittelalters auf jeden Fall nur noch fast ausschließlich Sackpfeifen mit Bordunpfeife. Und dann hier nach 1500 haben wir hier einen Anstieg 2 und dann so ab dem frühen 16. Jahrhundert sogar wenige Darstellungen dann mit drei Bordunpfeifen. Und das wäre dann der klassische Fall eines solchen schottischen Dudelsackes, diese drei Pfeifen, die so hochragen, nicht kennen Sie alle, das sind diese Bordunpfeifen und dazu haben wir den, die eine unten, auf der wir spielen können. Und das fand ich zumindest interessant, dass dieser Dudelsack der ja so für Großbritannien, für Nordwesteuropa so eine große symbolische Bedeutung auch hat, vor allem in der irischen Folklore in seiner Zahl mit diesen drei Bordunpfeifen. Etwas ist, was hier tatsächlich erst nach 1500 überhaupt in den bildlichen Darstellungen auftritt. Ähm, offenbar haben wir es hier mit einer Entwicklung zu tun, die so erst mit der Neuzeit im Prinzip einsetzt. Wie sieht es aus nun mit älteren ähm, ja, Überlieferungen von derartigen Instrumenten? Da verlassen uns auf jeden Fall äh, sowohl die bildlichen Darstellungen als auch die Instrumentenfunde. Interessant ist aber, dass wir hier von Sweton in den Kaiserviten äh, auch die Vita aufgezeichnet haben, hier über Nero, der nun in Ungnade gefallen ist äh, von der Nachwelt und von dem es auch so gut wie keine Porträtdarstellungen gibt. Aber immerhin hier ähm, diese Biografie von Sueton, der nun hier sagt, äh, über ihn gewiss ist, dass er gegen Ende seines Lebens öffentlich das Gelöbnis getan hatte, wenn seine Herrschaft bestehen bleibe. Wolle er bei den Spielen zur Feier seines Sieges auch als Wasserorgel flöten und Dudelsackspieler und am letzten Tag als Balletttänzer auftreten und Virgils Tonus tanzen? Ja, manche berichten sogar, er habe den Balletttänzer Paris als einen gefährlichen Rivalen ermorden lassen. Ja, also dieser äh, Dandy hier, äh, ja, durch Peter Ustinov natürlich hier äh, prominent auch äh, im Kino bekannt geworden, äh, ja, also einer der wenigen. Äh, Cäsaren, der jetzt auch in der Neuzeit hier noch Berühmtheit äh, oder Bekanntheit erlangt äh, und der dann hier sich eben rühmt, dass er dann auf diesen drei Instrumenten Wasserorgel, Flöte und Dudelsack äh, hier in den Wettstreit treten wolle. Es gibt dann, äh, ja und das ist genau der ähm, Begriff, der hier auftaucht, äh, nicht? Sie haben es wahrscheinlich schon gelesen hier, äh, das wird dann hier utricularium genannt, ja, also Hydraulam et äh, Coraulum et Utricularum und das ist genau dieser Begriff hier Tibia, also für die Pfeifen an sich, ähm, die wir auch vom Aulus äh, äh, kennen, dann und dann Utricularis, äh, die mit dem Sack geblasene. Dann äh, Dion Chrysostomos, also Goldmund ne, äh, nach 40, vor 120 nach Christus, rede über die Philosophie hier auf ähm, Griechisch, nur in englischer Übersetzung da, wo nun hier auch ähm, das Ganze auftaucht. Sollen wir jetzt mal schauen, hier. Ähm, mich uh, possible crown megan acting hero singing to the kitara reciting tragedies wrestling and taking part in the pankration ja und dann besides they say that he could paint and fashion statues and play the pipe und dann pipe also nicht nur by the means of his lips and by tucking a skin Beneath his armpits. Und das ist genau das, was wir haben. Also die Pfeifen nicht nur spielen durch äh, Anblasen durch die Lippen, sondern auch, indem wir einen Sack ähm, auspressen ähm, und dann äh, das Ganze zum Klingen bringen. Also hier eine weitere Quelle, mh, die uns hier dieses Instrument äh, indirekt äh, überliefert. Gut, machen wir hier noch einen Schnitt. Also man könnte eine ewig lange äh, weiter darüber reden, warum der Dudelsack nun äh, gerade so an den Rändern Europas erhalten ist. Und da so eine große Rolle spielt. Das Ganze hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass es dann sehr, sehr stark geächtet wurde in der Neuzeit. Gerade so in Mitteleuropa, im Rahmen dann auch des Dreißigjährigen Krieges, dann irgendwie mehr oder weniger verschwunden ist. Weil es im Prinzip so diesen niederen gesellschaftlichen Schichten zugeordnet war und dann später so ein bisschen verpönt war. Es erzeugt ja auch, wenn man nicht gut drauf spielen kann, Sie haben es ja gehört, so einen quietschenden Ton, der so ein bisschen unappetitlich klingt. Das scheint der Grund zu sein. Warum das Ganze hier in Mitteleuropa irgendwie verschwindet so sukzessive, nicht dann natürlich auf so Mittelalter Reenactment-Festivals dann eine große Bedeutung erlangt hat und auch in der Rockmusik ja YouTube ist voll davon, gibt es wunderbare ähm, Videos. Äh, aber im Prinzip hier äh, in der traditionellen Musizierpraxis so gut wie verschwunden ist und an den Rändern ähm, Europas immer wieder auftaucht. Wir müssen aber weitergehen und kommen nun hier. Zu den Naturtrompeten in der Systematik von Hornbossel und Sachs wäre das diese Gruppe 423.1. Äh, und da äh, haben wir nun natürliche äh, Klangkörper hier in Form von solchen großen Meeresschnecken, die wir äh, vor allem hier aus der Südsee kennen. Hier Ensemble Neuen Dettelsau. Da ja, sieht man hier diese wilhelminischen äh, Herren, alle hier so in äh, Hemd und Anzug. Äh, und die haben dann solche großen Tritonshörner hier. Und äh, machen darauf wahrscheinlich ganz zauberhafte Musik. Und hier muss sie denn zum Städtel hinaus oder irgend sowas ähm, nicht äh, blasen, die dann hier so also auf den äh, Muscheltrompeten, also da hätte ich gerne eine Sounddatei, kann ihnen aber keine liefern. Und ich habe ein europäisches Beispiel hier gefunden, ein Hirte auf Mykene. Ja, und da sind wir wieder dabei hier, Aufführungspraxis, tatsächlich Hirtensignale, die weit zu hören sein sollten über lange Distanzen. Da braucht man dann natürlich auch solche Instrumente, die laut klingen und hier sehen wir mal so einen Hirten. Das ist jetzt gar nicht auf Kreta, sondern Mykene auf der Peloponnes, also Festlandsgriechenland, der nun hier auf so einem auf seiner Muscheltrompete bläst. Es gibt zwei Arten, wie wir diese Schnecken anbohren können, um sie zum Spielen zu bringen. Die einfachste Art wäre, dass wir die Spitze abschneiden oder abschleifen. Dann hätten wir hier ein Anblasloch oder wir bohren seitlich ein Loch, um da dann reinzublasen. Ich sage Ihnen gleich, was das Problem ist, nicht alle Schnecken, die Löcher haben, die vom Menschen gefertigt wurden, sind zwangsläufig Musikinstrumente. Denn wir müssen natürlich auch hier diesen Unterdruck ausgleichen, wenn wir die Schnecke raus haben wollen. Entweder weil wir sie essen wollen, wenn es eine essbare Schnecke ist, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, auch dann müssten wir die Muschelschale zerstören oder Schneckenschale im Falle. Und das wäre der Grund, warum man dann hier erwarten würde, dass da so ein Loch auftritt. Äh, natürlich ist es dann auch so, wenn man die einfach so als äh, Zierstück äh, da äh, handhaben möchte, dann würde man es vermeiden, da ein Loch reinzumachen. Da würde man das Tier einfach äh, vertrocknen lassen und dann irgendwie riecht eine Weile, aber dann irgendwann ist es halt auch raus. Äh, nicht aber dieses, äh, tatsächlich, wenn man die essen wollte äh, und dafür müsste man dann tatsächlich auch solche Löcher reinbohren, um das Tier überhaupt rauszukriegen. Also, das ist so ein bisschen tricky. Da muss man dann gucken, nicht, wenn da Löcher drin sind, könnte eine Muscheltrompete gewesen sein, muss aber nicht. Archäologische Beispiele. Haben wir nicht viele, aber einige immerhin. Der älteste Fund wäre hier aus dem Magdalena, Marsulas höhle Haute-Garonne in Frankreich. Ist natürlich nicht zu sagen, ob das Stück jetzt tatsächlich als Musikinstrument intendiert war. Auf jeden Fall eine große Meeresschnecke, die hier ähm, die Spitze gekappt hat. Und im Prinzip spielbar gewesen sein könnte. Dann chronologisch das nächstälteste Stück sehen wir hier oben. Ähm, nicht. Das ist eine Nachformung hier ähm, aus äh, Ton wahrscheinlich einer solchen ähm, Schnecke. Und da drin lagen dann auch so verschiedene Feuersteinabschläge. Das Ganze datiert hier in die erste Hälfte des 5. Jahrtausends, Wolfenbüttel, Niedersachsen und soll Bandkeramisch sein. Ja? Also, das wäre dann das Ende der Bandkeramik. Also die allerletzte Phase, denn von der Datierung her passt es nicht wirklich mehr zu diesen älteren Gruppen. Dann hätten wir hier eine Muscheltrompete aus der Grotte de la Palette, die 19 cm lang ist, so sagt hier die Bildunterschrift, und die in die Zeit um 3000 v. Chr. gehören sollte. Und schließlich hier, ganz interessant, dieser Siegelabdruck eines von einem minoischen Siegel, zeigt uns nun hier ein Tritonshornbläser oder eine Bläserin, stammt aus der sogenannten ideischen Höhle. Was sehen wir dort? Eine Gestalt, die hier diese Muschel an den Mund führt. Und da sehen wir auch, sie bläst nicht in die Spitze der Muschel rein, sondern so leicht seitlich hier. Also offenbar eine Schnecke, die so seitlich angebohrt wurde. Und dann schreitet sie hier auf einen Altar zu, der hier auch so diese charakteristischen Oben drauf hat, also ein ganz typisches Motiv der minoischen äh, Siegelkunst. Und darüber äh, sehen wir nun hier auch in bildlicher Darstellung, wie tatsächlich so etwas äh, in Funktion war. Zu den äh, Naturtrompeten gehören dann auch alle Arten von Hörnern, also tatsächlich äh, Tierhörner, die wir dann auch äh, entweder seitlich anbohren können oder die Spitze kappen. Äh, und dann einfach durch Lippenspannung, also im Prinzip das Trompetenprinzip nicht. Das ist so diese ähm, Geschichte, Sie können da ein Stuhlbein nehmen oder ein, ein Wasserrohr. Sela war hier bei der äh, WM in Südafrika ja in aller Munde oder an aller Munde, so müsste man sagen, äh, nicht da haben sie äh, selber dann sich da auch äh, hier betätigen können. So also diese Instrumente sind relativ einfach zu spielen, aber um darauf dann tatsächlich schöne Tonfolgen äh, zu erzeugen, muss man lange, lange üben. Nicht äh, Posaunisten, Tubisten, äh, Hornspieler ja, und äh, Trompeter müssen sehr, sehr lange üben mit diesem Ansatz. Ähm, Nichtsdestotrotz, um einfache Klänge zu erzeugen, reichen dann diese Hörner hier auch aus. Man kann darauf eine einfache Obertonreihe blasen. Wir sehen es hier bei den Masai in Kenia: äh, eine Abbildung mal hier und auf einem Gazellenhorn hier, äh, ein anderes Beispiel aus Afrika, konkret aus Rwanda. Ja, diese Instrumente spielen dann äh, hier im Judentum eine sehr, sehr große Rolle. Und sind dort restriktiv ähm, überliefert, vor allen Dingen für den rituellen Gebrauch. Es ist das sogenannte Shofar, äh, wo wir hier sehen, zu Yom Kippur äh, wird dann hier äh, geblasen auf diesem Shofar Und das ist eben genau der Grund, nicht man hat auch andere Instrumente, aber gerade dieses Archaische ist so wertvoll und deswegen ähm, wird es hier in diesen Zusammenhängen benutzt. Und ähm, ist da ganz bewusst inszeniert, natürlich als so etwas ganz Archaisches, äh, was hier nicht im ähm, Tagesgebrauch äh, ist, sondern eben nur für besondere Anlässe dient. Hier an, an der Klagemauer äh, und hier einen anderen Orthodoxen, der dann hier auf seinem Chofar spielt, äh, was dann allerdings schon ein bisschen verziert ist. Nicht, wir sehen es hier, äh, da hängt irgendwas unten dran. Äh, und auch so ist dieses Instrument nicht so archaisch äh, wie dieses Horn, was dieser andere äh, Mann hier in den Händen hält. schauen wir uns äh, kurz durch die Archäologie. Das ist leider nicht sehr ergiebig. Äh, wir haben aus dem Bergwerk von Hallstatt, äh, wo ja Salz abgebaut wurde, Steinsalz, eine gute Fundüberlieferung. Äh, es gibt dort ja diese Kienspäne aus dem Bergwerk. Wir sehen auch verschiedene andere äh, organische Materialien, Trachtbestandteile, vor allen Dingen ähm, Körbe, Teile der bergmännischen Ausrüstung und immer wieder auch Kleidungsbestandteile. Und äh, diesem Umstand ist es geschuldet, dass hier mal ein, so ein Signalhorn hier auch erhalten ist. Ein einfaches Horn, äh, kann ich nicht sagen von welchem Tier, aber das ist sicherlich bestimmt worden. Äh, vielleicht Gämse oder so, äh, was jetzt hier ähm, ja, aufgebaut wurde und wo man dann äh, im Prinzip einfache Signale geben konnte, die vielleicht auch ähm, der ja, Signalisation und der Kommunikation im Bergwerk. Gedient haben könnten. Ansonsten wird es natürlich schwierig, deswegen, weil, wenn diese Gegenstände aus Horn waren oder Geweih, können Sie sich vorstellen, ist das schlecht erhalten. Es gibt aber zwei Beispiele hier in Frankreich, wo wir solche Gegenstände, die wahrscheinlich tatsächlich Hörner waren oder aus Holz gefertigt waren, mal in Umsetzung in Keramik haben. Wir sehen es hier: dieses obere Beispiel, Valabrie. Gab, wird hier datiert auf die erste Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus. Neolithik, Final, Chalkolithik steht hier und wir erfahren auch die Maße, das können Sie wahrscheinlich nicht lesen, 35,5 Zentimeter lang. Auch diese Riefung, die wir hier sehen, deutet darauf hin, dass es sich tatsächlich um die Umsetzung eines ja, tatsächlichen Tierhorns handelt. Tierhorn handelt. Und hier die Aufhängung ist auf jeden Fall auch hier angedeutet durch solche kleinen Ösen. Dann ein anderes Beispiel, da ist nur diese Horngestalt nicht so klar sichtbar, ist dieses untere Beispiel. Ähm, dieser Fund äh, stammt hier aus der Grotte äh, de Turaschen äh, äh, und ist auch datiert auf 3000 bis 2500, also die erste Hälfte des dritten Jahrtausends. Ähm, auch da wird gesagt hier Neolithik, Final, Chakolithik. Und das Ganze ist etwas kürzer, nur 32 cm. Interessant nun hier, dass im äh, unteren Teil diese Trompetenöffnung hier etwas geweitet ist, danach verschlankt sich das Ganze und wir haben hier auch so eine Aufhängung, die dazu diente, dass man dieses Horn dann im Prinzip so als mit einem Tragegurt umgeschnallt tragen konnte. Also Sie sehen hier gibt es durchaus Beispiele dafür, allerdings dann immer nur in Umsetzung in Keramik. Ja und als letztes, wenn nicht schließlich die berühmte Venus von Loselle aus der Dordogne, die nun hier ins Gravitian gehört, ins Jungpaläolithikum. Eine typische Darstellung für die Zeit. Die Nacktheit vor allen Dingen des weiblichen Körpers hat ja die Paläolithika sehr, sehr stark fasziniert. Fast alle Darstellungen von Menschen sind weiblich und zeigen diese typische Fettleibigkeit. Und die Lucellerin ist nun deswegen auch interessant, weil sie ein Attribut hält, also ein Horn. Nicht. Und auch das wurde hier angeführt, ob es sich dabei nicht um einen Signalhorn handeln könnte. Äh, allerdings spricht doch äh, dagegen der Umstand, dass sie eben nicht dem Gesicht zugewandt äh, diese schmale Seite des Hornes hält, sondern die Öffnung. Und das ist doch eher ein Anzeichen dafür, dass hier so etwas ist wie ein Trinkgefäß. Ja, mit dieser Öffnung äh, nicht so ähm, trinken aus dem Horn. Das wäre ja auch eine äh, Deutung und wäre meines Erachtens dann doch ein Zeichen dafür, äh, dass es sich hier um etwas anderes handelt. Ja, damit wäre ich am Ende für die heutige Sitzung. Ich bedanke mich diesmal wieder bei einem Zweier-Team. Wie gewohnt war Christoph Regli hier für die Bildtechnik die Kameras zuständig und wird auch dieses Video dann später schneiden, sodass sie das dann ganz gemütlich konsumieren können. Und Rebecca Rollz hat nun hier beim Tonunterstützung geleistet, erstmalig. Auch an Sie ganz herzlichen Dank. In der nächsten Sitzung wird es weitergehen mit den Trompeten. Nachdem ich jetzt die Naturtrompeten abgehandelt hatte, wird es dann in die Blechblasinstrumente gehen, weil wir dort im Prinzip sehr, sehr reiche Überlieferungen haben, hier vor allen Dingen in der Bronzezeit, nordische Bronzezeit. Die Luren werden dann thematisiert werden, aber auch aus anderen Regionen Europas, da können Sie sich darauf freuen. Wirklich Meisterwerke der Instrumentenbaukunst. Ich freue mich auf Sie. Als Abschlussvideo habe ich Ihnen hier Steve Torre gebracht. Das ist was ganz Tolles. Der spielt nämlich auf diesen Muscheltrompeten und freuen sich auf diese Jazznummer. Und nachdem man in der letzten Sitzung äh, hier wohl fein gehört hat mit der äh, amerikanischen Nationalhymne, äh, Sie werden es hören dann. Äh, Steve Torre bringt dann hier irgendwann hier so ähm, Britannia Rules the Waves. ja, hat so einen Rekurs hier auf äh, die äh, eine der vielen Nationalmelodien hier von Großbritannien. Also viel Spaß und bis nächste Woche.